Hallo, herzlich willkommen zur Know-How Show. In der vierten Folge präsentiere ich euch heute den Sleeper. Bevor ich euch den Sleeper zeige, möchte ich euch aber etwas über Vermeidung eines Schnurabrisses erzählen. Zumindest darüber, wie ich das praktiziere. Ich übe mit einem Jojo etwa 7-8 Stunden, bevor ich die Schnur wechsle. Das heißt, ich mache mit einem Jojo mindestens 840 Wiederholungen. Wenn man also Tricks mit Sleeper macht, kann man ungefähr so viel Wiederholungen machen. Das sind aber nur meine Erfahrungswerte. Aber können grobe Richtwerte für jemanden sein, der es wissen möchte, sage ich mal so. Nun beginnen wir mit dem Sleeper. Ich erkläre ihn euch jetzt erst langsam und dann zeige ich ihn nochmal in normaler Geschwindigkeit und in Zeitlupe. Also ich erkläre ihn jetzt erstmal kurz. Wichtig ist, dass man den Arm anspannt, das Handgelenk beugt und dann muss man halt mit voller Kraft das Jojo nach vorne werfen oder mit voller Geschwindigkeit. Jetzt zeige ich euch einmal den Trick in normaler Geschwindigkeit. Es geht los. So, das war die Know-How-Show. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.